Das Tessiner Derby beginnt mit einem Bulli-Goal. Adriel Lauper in der dritten Minute, Manzato ohne Abwehrchance. Das war zu überraschend, das ging zu schnell. Die Leventiner beflügelt, machen weiter mächtig Druck. Der Kanadier Corey Emerton. Und dann jubelt Lothar. 2:0 oder nicht? Die Situation aus diesem Blickwinkel nicht eindeutig. Manzato begräbt den Puck unter sich, aber wo genau? Nach mehrminütiger Videokonsultation geben die Schiedsrichter das Tor. Lukas Lothar erhöht in der fünften Minute auf 2:0. Die Partie animiert. Lugano mit mehr Druck im zweiten Drittel. Pettersson auf Steinmann. Yannick Steinmann mit dem verdienten Anschlusstreffer in der 29. Minute. Ein trockener Schuss ins hohe Eck. Die Luganesi kommen im dritten Drittel zwar zu mehreren guten Chancen, aber in der 58. Minute macht Ambrì in Überzahl alles klar. Das 3:1 durch den Finnen Mikko Mänpää. Ein verdienter Derby-Sieg für das aufopfernd kämpfende Ambrì mit einem starken Sandro Zurkirchen. Für Lugano aber ist das gleichbedeutend mit der dritten Niederlage in Folge.